Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum zu besprechen, welche Pokémon im zweiten DLC zurückkehren werden, neu dazukommen werden und wie viele Pokémon wir dann insgesamt in Karmesin und Purpur haben werden. Bevor wir darauf eingehen, würde ich aber nochmal gerne Werbung für meinen Discord-Server machen. Wenn ihr euch mit anderen Pokéfreaks austauschen wollt, kämpfen wollt, tauschen wollt und ihr auch keine Leaks mehr verpassen wollt, falls ich sie auf YouTube nicht zeigen darf, dann haben wir auf dem Server einen Leak-Channel, wo ihr alles unzensiert sehen könnt. Dem Server zu joinen lohnt sich also auf jeden Fall. Kommen wir aber nun auf die Pokémon zu sprechen und ihr seht hier bereits die Symbole, die sehr wichtig sind. Der grüne Haken bedeutet, dass die Pokémon auf jeden Fall in die Spiele kommen werden oder bereits schon sind, denn bei Bisasam beispielsweise sehen wir neben dem grünen Haken noch die 2 und die 2 bedeutet, dass es im zweiten DLC zurückkehren wird. Anders sieht es hier beispielsweise bei Glumanda aus, das hat nur den grünen Haken, bedeutet es war schon von Anfang an in den Spielen verfügbar, da es ja am Anfang von Karmesin und Purpur schon die 7 Sterne Terra Raid Glurak Events gab und dadurch konnte man ja schon relativ früh an Glumanda und seine Entwicklungsreihe gelangen. Dann haben wir hier beispielsweise noch dieses Haus hier bei Alola Raichu und das Haus steht für Pokémon Home. Also Alola Raichu bekommt ihr nur durch Pokémon Home auf Karmesin und Purpur. Genauso wie Alola Sandan und Sandama und die meisten anderen Alola Pokémon. Hier bei Rattan sehen wir den Haken mit einer 1, bedeutet Rattan und Arbok sind im ersten DLC dazugekommen. Kommen wir aber nun auf die Pokémon zu sprechen, die wir im zweiten DLC bekommen werden. Da hätten wir hier erstmal Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor, genauso wie Shiggy, Shillok und Turtok, die hier die Kanto-Starter komplett machen. Dann hätten wir als nächstes noch Myrapla, Duflor und Giflor, genauso wie Bluebella, die im zweiten DLC zurückkehren werden. Und Freunde, hier ist ein weiteres Symbol, und zwar sehen wir hier Tentacha und Tentoxa mit diesem Computersymbol und das bedeutet, dass die Pokémon in den Spielecodes gedatamined wurden. Also aus offizieller Sicht haben wir dazu noch keine Informationen, aber aus den Spielecodes wissen wir bereits, dass Tentacha und Tentoxa im zweiten DLC zurückkommen werden. Und für die beiden wird es auf jeden Fall auch Zeit, denn deren Regional Fake Form von Tentagra und Tentera gab es schon von Anfang an. Da verstehe ich sowieso nicht, warum Tentacha und Tentoxa es nicht direkt schon zu Beginn reingeschafft haben. Aber hey, im zweiten DLC sollen die beiden wieder zurückkehren. Dann sollen im zweiten DLC noch Dodu und Dodri sowie Yurob und Yugong zurückkehren. Und dazu haben wir auch schon Informationen in Trailern bekommen und auch zu dem Video von vor 2 Tagen. Und zwar die Owei-Reihe. Also Owei, Alola Kokowei und das normale Kokowei werden ebenfalls im zweiten DLC zurückkehren. Hier ist auf jeden Fall die Frage, wie man Owei zu Alola Kokowei entwickeln kann. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass man sich im Terrarium an einem bestimmten Ort aufhalten muss, in einem bestimmten Gebiet und Owei dann einen Blattstein geben muss und es sich dann so zu Alola Kokowei entwickeln wird. Ebenfalls schaffen es Kikli und Nocturne zurück, sowie deren Vorentwicklung Rabauts und natürlich auch Capoeira. Genauso schaffen es Rihorn und das allererste Pokémon Rizeros zurück, was ziemlich cool ist. Genauso wie natürlich Rihorn. Und ebenfalls gedatamined wurden Seeper, Seemon und Seedraking, genauso wie Electek und natürlich dann logischerweise auch Elekid und Elevoltek. Magma kehrt auch im zweiten DLC zurück, da haben wir auch schon im Trailer gesehen, dass Magbrand existiert, also Magma und Magby werden ebenfalls zurückkehren, genauso wie Lapras, was auch schon ziemlich nice ist und ebenfalls gedatamined wurde Porygon, genauso wie Porygon 2 und Porygon Z. Weiter geht's mit den Johto-Startern und hier wird Endivie, Lorblatt und Meganie zurückkehren, Feurigel, Igelava und Tornupto sind ja bereits schon drin, wegen Hisui Tornupto. Und ebenfalls zurückkehren wird hier Karnimani, Tyrakrok und Impergator, was hier die Johto-Starter ebenfalls komplett macht. Dann wurden hier noch Lampi und Lanton gedatamined, also die werden auch zurückkehren. Bluebella hatte ich ja vorhin schon mit der Myrapla-Reihe erwähnt, das wird ebenfalls zurückkehren im zweiten DLC. Und ebenfalls zurückkehren durch Datamine-Infos werden Snubbull und Granbull, unsere feenmäßigsten Feen-Pokémon, kehren endlich zurück. Juhu! Dann schafft es Panzer-Ero ebenfalls zurück im zweiten DLC und wie gerade schon erwähnt, wurden auch schon Seedraking und Porygon 2 gedatamined. Dann haben wir ja vor 2 Tagen bei der Gameplay-Preview erfahren, dass Farbigel zurückkehren wird, denn man hat Farbigel gesehen, also das kehrt auf jeden Fall zurück. Wie gerade eben schon erwähnt, auch Rabauts und Capoeira und gedatamined wurde ja natürlich auch Elekid und Magby schafft's auch zurück. Wir haben ja im Trailer bereits einen Magbrand gesehen. Dann kommen wir nun weiter zu den Höhenstartern und hier schaffen es wieder alle zurück, also Gekarbor, Reptane, Gewaldro, Flamly, Junglut, Logok, Hydropi, Morabl und Sumpex. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. Mein Boy Reptane kehrt endlich zurück und allgemein sind die Höhenstarter sowieso alle geil, also ich freue mich da sowieso über jeden einzelnen. Dann wurden noch gedatamined hier Plusle und Minun, also die sollen auch im zweiten DLC zurückkehren. Dann haben wir auch in den Trailern schon erfahren, dass Knackleon, Vibrava und Libeldra endlich zurückkehren werden. Ja, Libeldra, mein Lieblings-Mega-Pokémon ohne eine Mega-Entwicklung, obwohl eigentlich eine Mega-Entwicklung geplant war. Das Leben
Leben kann so traurig sein. Dann schafft es Höhns zweites pseudo-legendäres Pokémon auch zurück in die Spiele, und zwar Metagross zusammen mit Tarnhel und Metang. Dann schaffen es Sinnohs Fossilien auch endlich in die Spiele zurück, hier mit Kognodon, Ramaidon, Schilterus und Bolterus. Wie vorhin erwähnt, natürlich auch Rihornior, Elevoltek, was gedatamined wurde, und Magbrand, was wir schon im Trailer gesehen haben. Porygon Z wurde ja ebenfalls gedatamined, wie vorhin erwähnt. Kommen wir nun zu den Einhaltstartern, und hier schaffen es die anderen beiden neben der Otaro-Reihe auch endlich zurück. Wir haben jetzt hier Serpifeu, Efoserp und Serpiroyal, genauso wie Floink, Verkokle und Flambirex, die es endlich wieder zurückschaffen. Otaro, Zwartronin und Admurai gab es ja schon aufgrund von Hisui Admurai. Zurück schaffen es auch endlich wieder Elitzeber und Zebritz, die hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Und gedatamined wurden hier auch Rotomorph und Stalobor, und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Stalobor, eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon, wäre nice, wenn das auch wieder zurückkommen würde. Dann wurden hier noch Zurokex und Irokex gedatamined, also die sollen auch wieder zurückkehren, genauso wie Pikachilla und Chillabell. Dann kommen hier noch Monozyto, Mitodos und Zytomega zurück. Unser Embryo hier in der Blase mit der Kackwurst, sehr, sehr nice. Dann wurden die flutschigen Zäpfchen hier gedatamined mit Watzap und Voltula. An dieser Stelle Grüße an den lieben Flobert. Zurück schaffen es dann ebenfalls wieder Golbit und Golgantis. Dann kehren Psiao und Psiaugon auch wieder zurück, genauso wie Iskala und Calamanero. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder spaßig sein, Iskala weiterzuentwickeln. Erstmal seine Switch umdrehen, so bei der Entwicklung. Geile Entwicklungsmethode auf jeden Fall. Kommen wir nun weiter zu den Alola-Startern, und dort haben wir ja bereits schon die Bautz-Reihe aufgrund von Hisui Silvaro. Dort schaffen es die anderen beiden aber auch wieder zurück, hier Flamiao, Mizunda und Fuegro, genauso wie Robball, Marikek und Primarene, die schaffen es auch zurück, und somit sind die Alola-Starter wieder komplett. Pepek, Trompek und Tucanon schaffen es auch im zweiten DLC zurück. Die Tucanon-Reihe hatten wir, glaube ich, das letzte Mal in Sonne und Mond, beziehungsweise Ultrasonne, Ultramond, also den mal wieder zu spielen wird, glaube ich, auch mega nice werden. Gedatamined wurden ebenfalls auch Araqua und Aranestro, also die beiden sind auch ganz schön cool, meiner Meinung nach. Ebenfalls wurde hier Kurelei gedatamined, das soll auch zurückkehren im zweiten DLC, genauso wie Meteno. Und Meteno hatten wir das letzte Mal auch in Ultrasonne, Ultramond, und darauf freue ich mich. Meteno sowieso ein ultra cooles Pokémon, mit einer der coolsten Shiny-Formen überhaupt, das wird auch wieder geil sein, den zu spielen. Dann schaffen es Hokumil und Pokusan auch im zweiten DLC zurück, genauso logischerweise Duraludon, da dieser ja mit Briduradon eine neue Weiterentwicklung bekommt. Die ganzen Paldea-Pokémon habe ich einfach mal geskippt, weil, ja, das waren sowieso Pokémon, die schon von Anfang an in Kamisen Purpur drin waren, also irrelevant für das Video. Wir kommen nun weiter zu Duraludons Weiterentwicklung Briduradon, die neu dazukommen soll. Dann hätten wir noch die Paradoxform von Raikou mit Furienblitz, die im zweiten DLC dazukommen soll. Dann hätten wir hier noch Eisenhaupt, die Paradoxform von Cobalion. Und wir bekommen natürlich auch noch Paradox Entei und Paradox Terrakium. Davon gibt es aber noch keine offiziellen Bilder, aber die werden auf jeden Fall zurückkommen. Und logischerweise Terrapagos. Aber wie schon gesagt, es gibt noch zwei weitere Pokémon, die zurückkommen werden, die hier aber auf der Liste nicht aufgeführt sind. Dazu kommen wir nun weiter zu Light, und ja, insgesamt werden es wohl 1025 Pokémon. Wir bekommen hier auf jeden Fall eine Weiterentwicklung für Sirapfel. Und für viele von euch dürfte es halt nicht überraschend sein, also für viele, die halt auch die ganzen League-Videos nicht verfolgen, denn es gab ja bei Sirapfel im Spiel so ein Phänomen, und zwar, dass das Item Evolit auf ihn funktioniert hat, obwohl es hier eigentlich keine Weiterentwicklung hat. Ja, die Frage ist damit beantwortet, dass es im zweiten DLC eine Weiterentwicklung bekommen wird. Und hier die Pokédex-Nummer wurde auch schon gefunden, also die Weiterentwicklung von Sirapfel wird die Pokédex-Nummer 1019 haben. Und interessant, wir bekommen ja auch noch die Entwicklungsmethode, und zwar wird es sich durch irgendein Item entwickeln. Genauso wie Duraludon zu Briduradon, durch irgendein Item, man weiß aber nicht welches. Und nach Terrapagos gibt es noch ein weiteres Pokémon, und das Pokémon ist nur unter dem Namen Dokutaro bekannt. Also zumindest ist Dokutaro der Codename von dem Pokémon, ob es wirklich so heißen wird, weiß man nicht. Und zu dem Pokémon Dokutaro sollen wir anscheinend schon im ersten DLC einen Hinweis bekommen haben, und zwar in Kitakami in diesem Supermarkt gab es ja hier diese Figur oder diese Plüschfigur hier von diesem Pfirsich hier, und dieser Pfirsich soll anscheinend ein Hint auf das Pokémon namens Dokutaro sein. Dazu haben wir noch dieses Bild hier bekommen, das ist aber nicht offiziell, das ist ein Fanart, und das ist einfach eine Anlehnung an diese Plüschfigur hier vom Supermarkt, denn der Codename Dokutaro ist halt auch sehr interessant, denn dieser könnte mit der Legende Momo
Momotaro zusammenhängen. Und, Spoiler-Alarm, die Momotaro-Legende. Es geht um einen Pfirsichjungen, also um einen Pfirsich. Dokutaro soll ein Pfirsich sein. Und in dieser Legende kommen ebenfalls ein Hund, ein Affe und ein Fasan vor. Genau wie die drei Gefährten. Also, es könnte auf jeden Fall Sinn machen, dass dieses Pokémon wirklich ein Pfirsich ist und eventuell was mit den drei Gefährten zu tun hat. Also, im Endeffekt bekommen wir insgesamt 1025 Pokémon und davon schaffen es dann 795 zurück. Freunde, was ist denn eure Meinung dazu? Gefällt euch die Auswahl der Pokémon? Wie findet ihr die neuen Pokémon? Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Joint gerne meinem Discord-Server, wenn ihr euch mit anderen Pokémon-Freaks austauschen wollt. Und an dieser Stelle vielen Dank an meine Kanalmitglieder It's Klex, Evolite und Markus Gottran. Vielen Dank für den Support. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.